Stadion. Unter welchen Umständen allerdings, das zeigt unser Spiel der Runde. Ja, und das ist also das Derby zwischen Rapid und Austria. Rapid hat die bessere Derby-Bilanz, die Austria hat zuletzt allerdings zweimal gewonnen und ist eine Art Angstgegner. Die Austria hat mit 31 Toren auch die wenigsten Treffer der Liga erhalten, Rapid mit 64 Toren die meisten geschossen. Für die Austria geht es um eine Mini-Chance, doch noch in den nächsten UEFA-Pokal zu kommen, für Rapid natürlich um den Meistertitel. Und diesmal waren zwei noch Gegner, die in der kommenden Saison gemeinsam in der deutschen Bundesliga bei Freiburg spielen werden, nämlich Michael Wagner und Stefan Marasek. Wagner war von Beginn an auf der Bank. Große Begeisterung in Wien, 23.000 Zuschauer, natürlich in geteilten Lagern. Entschuldigung, kurze Frage, wird Rapid heute schon Meister? Ich hoffe nicht, bitte. Ne? Unentschieden zumindest. Ne? Also ganz logisch, dass die Austria-Fans Rapid heute noch nicht zum Meister machen wollen, trotz der schon berüchtigten Aussage von Andy Ogris vor einigen Monaten. Maskottchen heute bei der Austria, die beiden Töchter von Franz Wohlfahrt und die kleine Natascha von Andy Ogris. Auf der Bank haben wir gerade Carsten Janker gesehen, auch Didi Kübauer wieder auf der Bank. Und Andy Ogris, erstaunlicherweise ärztliches Spielverbot für ihn wegen einer eitrigen Angina. Und gerade im Bild, ganz kurz zu sehen, ein Debütant bei der Austria, der 18-jährige Christoph Pomper, ein Jugendnationalspieler, der seit einigen Monaten bei der Austria mittrainiert, vorher bei Prater SV geparkt war. Und schon nach einer halben Minute der erste Angriff für Rapid und Wohlfahrt pariert den Schuss von Christian Stumpf. Da rechts ein weiterer Spieler auf der Bank, Peter Pakult. Sogar nur auf der Tribüne Stojan Belajic. Und bei Rapid auf der Tribüne Sergej Mandreko. Foul an Kellner, der mit Mjelde den Austria-Angriff bildet. Rachimov. Und kein Problem für IT Michael Konsel. Rapid weiß es jetzt noch nicht, aber Sie, liebe Zuschauer, wissen es. Rapid braucht einen Punkt, um vor Sturm zu bleiben. Aber da darf die Austria ja mal nicht in Führung gehen. Wieder eine Möglichkeit. Nach Bekovas hat da die Flanke nicht ganz erwischt. Von Barisic. Ein kleiner Ausflug von Franz Wohlfahrt, der aber ohne Folgen bleibt. All diese Aktionen aus den ersten 10 Minuten, also wirklich ein feuriger Auftakt hier vor 23.000 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion. Foul Barisic an Flügel. Und in der 10. Minute eigentlich schon die dritte Chance für die Austria. Flügel hat da für Dospel aufgelegt, aber der war um einen Schritt zu kurz. Dann flacht das Niveau, das Spielerische etwas ab, trotz dieses Doppelpasses von Stumpf und Stöger. Attacke an Stumpf. Schiedsrichter Stuchlik, letzter weiter spielen und man sieht zurecht. Ball gespielt, was Trubesch nicht allzu zufrieden mit seiner Austria. Also mit Pomper wieder einen neuen Teenager eingebaut und jetzt wieder mal Barisic. Und da jubeln die Zuschauer, aber Barisic nicht. Und warum, das sehen wir gleich in der Zeitlupe. Schauen Sie sich das an. Die Rapid-Anhänger glauben an ein 1:0 für Rapid, 27. Minute. Aber schauen Sie genau hin, der Ball streicht am Tor vorbei und trifft die hintere Torstange. Also weiterhin torlos das 205. Wiener Derby. Michael Wagner bereitet sich schon einmal geistig mit Hilfe seines Trainers auf seinen Einsatz, auf seinen ersten nach zwei Monaten vor. Hatte ja eine Arthroskopie am linken Knie. Schneefall mitten im Frühling im Wiener Stadion. Aber es handelt sich nur um Pollen. Hoffentlich gibt es keine Spieler, die an einer Pollenallergie leiden. Bei Walter Kogler könnte man es fast meinen. Schuss, der Freistoß weit am Tor vorbei. Okay.
Achimov. Weiß kaum einen Rad. Rapid steht hinten sehr gut. Weniger gute Aktion von Pfeiffer, denn da zückt Herr Stuchlik in seinem 5. Derby in den letzten 2 Jahren eine gelbe Karte. Und warum, sehen wir wieder mal in der Lupe. Und zwar in Kürze ein absichtliches Handspiel von Pfeiffer. Aber ein sehr faires Spiel. Kaum eine harte Attacke in 90 Minuten. Obwohl dieser Partie ja doch Meisterschafts- und UEFA-Cup mitentscheidende Bedeutung zukommt. Aus dem Hinterhalt jetzt Marasek nach dieser guten Aktion. Der zweite Schussversuch und unangenehm für Franz Wohlfahrt. Abgefälscht, aufgesprungen und knapp gerade noch abgewehrt. Horst Hubesch als Dirigent, aber wie lange noch? Da sitzt einer der möglichen Nachfolger auf der Bank, besser gesagt auf der Tribüne, Bustl Starek. Und Horst Hubesch bringt nach der Pause Michael Wagner, reagiert auf die spielerisch schwache Leistung. Da ist er allerdings mit Roman Piwanik. Und auch Ernst Dokupil reagiert. Auch er nicht ganz zufrieden. Und der eher frustrierte Didi Kübauer, dessen Rücken wir gerade bewundern durften, kommt für Sliwowski. Wagner für Nabekovic. Und den ersten Schuss gibt wie in der ersten Hälfte diesmal Mjelde ab. Und Gegenzug über Barisic. Schon in der 62. Minute, die erste Viertelstunde nach der Pause, ziemlich ereignislos. Sehr spannende, aber nicht gerade hochklassige Partie. Also faul an Barisic und er selbst tritt den Freistoß. Und er tritt ihn wieder mal perfekt. Zoki Barisic hat wieder einmal auf seinen Freistoß zugeschlagen. 62. Minute, das 1:0, das 7. Freistoßtor von Barisic in dieser Saison. Und weitere 5 Treffer hatte er aus Freistößen vorbereitet. Also ein Dutzend Tore nach Barisic Freistößen. Wirklich eine tolle Bilanz. Barisic, der neue Panenka von Rapid. Insgesamt sein 9. Saisontor, über das er da jubeln kann, und mit ihm freut sich der eingewechselte Didi Kübauer, sein bester Freund. Kübauer, der ja morgen kirchlich getraut wird. Seit 4 Jahren hat Rapid im Ernst-Happel-Stadion gegen die Austria nicht mehr gewonnen. Aber Horst Hubesch weiß, da schwimmen vielleicht die letzten Fälle für einen UEFA-Cup-Platz davon. Und er reagiert, bringt Peter Backhult für den 18-jährigen Debütanten Pomper. Und da ein Ausflug von Wohlfahrt nach einem schlechten Rückpass, stumpf, vertrippelt sich. Wohlfahrt heute in Ausflugslaune, wahrscheinlich wie viele andere Zuschauer. Einige hatten ja mit 30.000 Fans im Ernst-Happel-Stadion gerechnet. Rechter Gegenangriff, Rachimov. Und er verletzt sich dabei. Eine Viertelstunde humpelt er noch weiter und muss dann auch ausgewechselt. Und jetzt reagiert nicht Horst Hubesch, sondern heftig diskutierend Ernst Dokupil bringt für Christian Stumpf einen anderen Stürmer, nämlich Carsten Janker. Und der bekommt nur etwa 50 Sekunden nach seiner Einwechslung gleich die erste Chance. Aber der Heber nicht gut genug für Franz Wohlfahrt. Rapid ja in der 2. Hälfte nach der Auswechslung von Sliwowski nur mit einem Stürmer. Stöger allerdings etwas offensiver als vor der Pause. Und Rapid Viertelstunde eingeleitet mit einem Antritt von Marasek ausnahmsweise auf der rechten Seite. Jetzt Piwanek. Und wieder Janker. Innerhalb von 4-5 Minuten nach seiner Einwechslung 2 große Möglichkeiten für den Deutschen. Rapid wesentlich initiativer, gefährlicher. Die Austria mit sehr wenigen klaren Torchancen. Stöger. Ausgezeichnet pariert von Wohlfahrt. Ja, Peter Stöger, 7 Derby-Tore hat er für die Austria erzielt. Für Rapid ist ihm noch keines gelungen. Die erste und die letzte Viertelstunde, die besten
Phase in diesem Match und da wird unsere Kamera von einem Ballbuben ein bisschen gefährdet. Nervös, schon in der letzten Minute jetzt, Ernst Dokupi. Corner für die Austria, mit Franz Wohlfahrt im Strafraum. Hakult jetzt, die Chance immer noch heiß, aber da hat Peter Schöttl Hakult den Ball abgenommen. Und ins leere Tor, wie beim Eishockey, trifft Didi Kübauer, der eingewechselte Heißsporn. 2:0, die Entscheidung in den letzten Sekunden. Ähnlich wie beim Eishockey, das Tor verlassen. Und ja, zärtlicher Jubel von Kübauer und Barisic. Und schauen wir uns das noch einmal an, was da zu diesem zweiten Tor geführt hat. Wohlfahrt mitten in diesem Knäuel. Da lacht auch die ganze Rapidbank über dieses seltsame Tor. Ja, ich würde sagen, korrekte Attacke an Pakult. Kein Foul. Und Mutterseelen allein, dann Didi Kübauer. Die Entscheidung ist gefallen. Die Entscheidung in diesem Spiel. Rapid gewinnt das 205. Derby mit 2:0. Aber die Entscheidung in der Meisterschaft, die ist ja noch offen. Faires Shake Hands von Hubesch mit Dokopil. Und 2:0 das Ende unter dem Jubel der Zuschauer für Rapid. Ja, ich denke, die Entscheidung war Barisic. Das war der einzige Unterschied in der Richtung. Er hat alle Freistöße, Ecken geschossen. Und er ist in der Lage, aus solchen Situationen Tore zu machen. Herr Barisic, wie konkret sind die Angebote von den Dallas Cowboys, dass sie dorthin übersiedeln sind als Freekicker? Bis jetzt habe ich eigentlich noch nichts gehört und American Football interessiert mich genauso viel wie Baseball, nämlich gar nicht. Die Situation vom zweiten Tor, das 0:2, eigentlich nur noch Draufgabe. Ein bisschen Mitschuld auch von Ihnen, weil Sie vorne waren, oder? Entschuldige, ich meine, wir haben es keine bessere Frage. Eine Mitschuld von mir, okay, ich war nicht im Tor, aber in der 90. Minute soll ich im Tor bleiben. Würden Sie im Tor bleiben? Nein, ich hätte angreifen. Eben, ich habe auch angegriffen und wir haben den Ball verloren und der hat ins leere Tor geschossen. So, und ich begrüße bei mir den Michael Wagner. Wie haben Sie diese Situation gesehen im letzten Moment? Ja, wie gesagt, der Franz hat schon ganz recht. Also es war, für uns hat in dem Match nur 3 Punkte gezählt. Es war in den letzten Minuten, der Bode ist ein großer und ein guter Kopfballspieler und da gibt es natürlich nur nach vorne und nur schauen, dass wir vielleicht noch einen Anschlusstreffer, also den Ausgleich schaffen und also da hat er sicher keine Schuld. War der Unterschied wirklich der Zoki Barisic in diesem Spiel mit diesem Freistoß, wie es Trainer Rubisch gesagt hat? Ja, auf alle Fälle. Also der Zoki, das ist ja, wenn der einen Freistoß schießt, das ist fast wie wenn ein anderer einen Elfmeter schießt. Also das ist, bei uns war immer eine große Nervosität, wenn der zum Freistoß gegangen ist und es hat sich dann wieder bewiesen, dass er ein sehr guter Freistoßschütze ist. Auf dem Totoschein ist dies übrigens Spiel 2, Torwette 0:2 und der richtige Tipp 2. Und ich begrüße jetzt im Ernst-Happel-Stadion noch den Stefan Marasek und in Graz den Arnold Vettel, die beiden großen Rivalen im Kampf um den Meistertitel. Stefan, war das heute schon so ein kleiner Meistertitel, ein Sieg im Derby? Nein, ich glaube, wir haben noch schwere 90 Minuten vor uns. Aber die bessere Ausgangsposition. Beruhigt das ein bisschen, dass schon ein Unentschieden genügt? Ja, vielleicht ein bisschen, weil wir wissen ganz genau, dass wir auf Konto sehr, sehr stark sind und wir wissen, Sturm muss das Spiel machen. Aber Sturm hat die bessere Tordifferenz und bei einem Sieg wäre der Meistertitel noch möglich. Ja, wir werden es wissen zu verhindern. Was sagen Sie dazu? Hallo, mal zuerst. Ja, bei uns, unsere Chance lebt noch. Wir haben das darauf hingearbeitet, dass das letzte Spiel das Finale wird und das ist es worden und wie gesagt, die Chance lebt, wir werden alles versuchen in Wien. Haben Sie heute ein bisschen gezittert? Doch, der LASK war ja ein sehr unangenehmer Gegner. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir immer 1-0 hinten sind. In den letzten Spielen waren wir das immer. Wir haben das gleich innerhalb von 10 Minuten oder Viertelstand umgedreht und ich glaube, das ist für uns immer ein Ansporn. Wie kann man sich jetzt auf dieses große Finale wirklich vorbereiten? Wir werden nicht viel anders machen wie gegen die anderen Spiele. Wir werden uns genau vorbereiten, so wie auf jedes andere Spiel. Natürlich bei uns ist es jetzt so, dass 3 Spiele im Team sind, die noch eine Belastung mehr haben, aber nur es ist ein Finale, das wirklich, da spielen die 2 besten Mannschaften in Österreich und es wird sicher ein super Spiel werden. Für Sturm gibt es aber gleich 2 Finale jetzt, 2 große. Jenes gegen Rapid am Samstag und dann am kommenden Mittwoch das österreichische Pokalfinale gegen Admira Wacker. Ja, natürlich. Wir haben dann noch eine Belastung, aber nur für uns ist unser wichtigstes Spiel jetzt ist Rapid und dann denken wir ans Cup-Finale. Was würde Sie mehr freuen, ehrlich?
Mich würde es freuen, beides zu machen. Das Double. Das Double, natürlich. Das wird wieder Rapid zu verhindern wissen. Wie bereitet sich Rapid jetzt auf dieses große Spiel vor, Stefan Marasek? Ja, genauso wie auf alle anderen. Sicher mit ein bisschen mehr Bauchkribbeln, aber im Großen und Ganzen ist es nichts Neues. Ist das ein ähnliches Gefühl wie vor dem Cup-Finale im Europacup gegen Paris? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das sicher eine größere Herausforderung war, aber wir wollen natürlich Meister werden. Für Sie wäre es ja ein sehr schöner Abschied, nachdem Sie zu Freiburg wechseln. Werden Sie sich deshalb irgendwie ganz besonders ins Zeug legen? Nein, ich glaube, ich bin ein Spieler, der sich immer ins Zeug legt und für mich hat die Wertigkeit des Spiels dieselbe wie jedes andere Meisterschaftsspiel. Gut, wir werden sehen. In einer Woche fällt die Entscheidung in einem großen Endspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion zwischen Rapid und Sturm und ich wünsche beiden Mannschaften, soweit das möglich ist, das Beste für dieses Spiel. Danke. Danke. Und mit dem großen Finale zwischen Rapid und Sturm beschäftigt sich natürlich auch heute Elmar Oberhausers Sport am Samstag. Dazu gibt es noch Tennis, ein Exklusivinterview mit Thomas Muster und live den Boxweltmeisterschaftskampf zwischen Henry Maske und John Scully. Und als Studiogast ist der Kapitän der Nationalmannschaft da, nämlich Toni Holster. Damit sind wir bei unserem Gewinnspiel und es geht wieder einmal um zwei Karten für ein Bundesligaspiel. Ich kann mir vorstellen, dass das Finale zwischen Rapid und Sturm ganz besonders gefragt sein wird. Die Frage lautet, bei welchem Spiel in der heutigen Runde fielen zwei Tore innerhalb von einer Minute? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann bitte rufen Sie 066 7705. Inzwischen kommen wir zur Bilanz der Runde. Und die bringt die Chronik eines bewegten Nachmittags.